Zwölfter Mann, der Fan-Talk wird präsentiert vom Fanwerk Düsseldorf. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, zum zwölften Mann, der Fan-Talk. Ja, Sonntagabend, der sechste Spieltag in der zweiten Bundesliga, ist Geschichte. Und was soll ich sagen, meine Freunde? Fortuna ist auf Platz 5 geblieben. Ja, sehr, sehr kurios. Wir haben ja schon am Freitagabend den Spieltag eröffnet und es ging richtig heiß her. Ja, zu Hause im eigenen Stadion haben wir Jahn Regensburg begrüßt. Die erste Halbzeit war ja nicht gerade spektakulär. Man ging auch mit einem Stand von 0:0 in die Halbzeitkabine. Aber dann Freunde. Dann folgte ein richtig geiles Spektakel. Was soll ich euch sagen? 59. Minute, Daniel Ginczek, Fortuna 1:0. 64. Minute wurden wir gefoult. Ja, und dann haben Daniel Ginczek und David Kopnacki unter sich ausgemacht, wer den Elfer schießen soll. Es war natürlich David. Ja, hat gesagt, du kannst das Spiel entscheiden. Und ja, in der 65. traf Daniel zum 2:0. Mit diesem Rückenwind ging es munter weiter. Bis unser, er hat die Haare schön, Felix Klaus in der 78. Minute zum 3:0 traf. Ja, Wahnsinn. Aber selbst das war noch nicht mal das Ende der Fahnenstange. Denn in der 85. traf Schinter Appelkamp zum Endstand von 4:0. Freunde, 4:0. Ich kann euch genau sagen, wann das letzte Mal der Fall war. 2019. Wir haben 0 gespielt. Wir haben 4 Tore geschossen. Es war ein grandioser Abend. Für jeden Fortuna, der im Stadion war und für jeden Fortuna, der am Bildschirm saß und für jeden, der auch am Radio saß. Ich persönlich habe es auch in unserem Fortuna ja, Talk Fortuna App habe ich den Livestream mitverfolgt. Es war ein grandioser Jubel. Ja, und an dem Abend waren wir ja über Nacht Tabellendritter. Und dass wir dann nach all den anderen Spielen, die dann gespielt wurden, jetzt heute Abend Tabellenfünfter sind, das ist natürlich grandios. Ihr wisst es schon längst, am kommenden Freitag wieder spielt unsere Fortuna diesmal auswärts in Heidenheim. Es wird ein Spitzenspiel. Heidenheim ist vor uns platziert, aber sollten wir es schaffen, Heidenheim zu besiegen, dann würden wir sogar auf Platz 1 über Nacht ja, gastieren. Wir bleiben gespannt. Bleibt ums gewogen, bleibt im Fußball gewogen. Macht gut, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Euer Jan.